Hey Leute und willkommen zu einer Special-Folge, auch hier von WWE. Ja, in der letzten Zeit gab es viele Special-Folgen, denn ich habe auch wieder einen ganz kleinen Special-Gast hier. Nee. Es ist der Flo, hi. Nee. Ich bin wieder da, hallo. Ja, er ist bei mir zu Besuch, genauso wie im PES-Video rechts und beim E-Verlinkt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Da haben wir eine Runde PES gespielt, er ist aller Fußball-Profi. Aber... Empfehle ich. Ja, empfiehlt es so. PES ist aber wirklich nicht schlecht, also im Vergleich zu FIFA auch fast besser. Meine eigene Meinung, bitte nicht jetzt wieder Beef in den Kommentaren hier. FIFA PES, das ist der größte Beef ever. Egal, jedenfalls spielen wir eine Runde WWE. Das ist eher dein Spiel, das macht eigentlich relativ viel Spaß, denke ich mal. Ja. Da haben wir schon richtig viel rasiert. Wir haben uns überlegt, wir spielen heute Royal Rumble. Ich schneide hier nicht viel, sondern... ich werde das fast uncut hier drin lassen, je nachdem wie lang das eben wird. Es wird auch wahrscheinlich relativ lang. Ein einziges Problem haben wir haben die erstellten Superstars hier. Und es kann passieren, dass die im Royal Rumble auch kommen. Ach so, scheiße. Und die haben fast alle hier eine 100er Wertung, ebenso wie Patrick Star und SpongeBob. Und Donald. Leute, wenn ihr wollt, dass wir mal mit diesen erstellten Charakteren spielen, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wollt, dass wir vielleicht ein, zwei Mal noch WWE zocken, auch gegeneinander oder so, wäre das krass. Ansonsten teamen wir, das haben wir auf jeden Fall ausgemacht. Wir teamen bis zum Schluss und wenn wir dann beide noch hoffentlich da sind, dann kämpfen wir gegeneinander. Das wird krass. Ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht, wen ich nehme, aber ich überlege mir jetzt irgendwas. Das ist eigentlich komplett irre, der ist so unagil, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also Brock Lesnar ist halt auch so wie so ein Stein einfach so. Der ist zwar gut, ja, ich denke, aber den für Royal so Rumble ist halt... Für Royal Rumble ist halt so ein bisschen, also... Ja, muss halt auch ein bisschen agil sein und zack, zack, boom, die irgendwie übers Netz schleudern. Ich find's so scheiße, dass da Rey Mysterio nicht mehr da ist. Das war mein Lieblings. Also, ich glaube, ich bleib dann eher irgendwie bei... Nämlich AJ. Finn Balor oder so. Finn Balor und ich nehme Finn Balor Demon, weil der einfach zwei Stärken mehr ist. Aber ganz ehrlich, AJ Styles wollte ich vielleicht auch nehmen. Also den, das ist eine gute Wahl, den du da genommen hast. Gehen nur wir als erstes und zweites gleich rein, weil dann können wir gleich kämpfen. Ja, okay. Wir haben übrigens 30 Mann Royal Rumble, das ist absolut verrückt. Leute, da kann ich nochmal ganz kurz was raushauen, denn meine Festplatte ist jetzt wieder da. Und da habe ich noch ein paar Folgen drauf von der WWE-Karriere, die ich dann unbedingt schneiden will. Und dann, wenn ich die geschnitten habe und online gebracht habe, dann kann ich auch neue Folgen wieder aufnehmen. Ich habe da nämlich schon ein bisschen was in Planung, ich habe da schon ein bisschen was geupdatet, bla bla bla. Das wird super. Freue ich mich schon drauf. Und wir testen heute zum ersten Mal was. Ich mach mal hier weiter. Wir wollen hier die Leute hier sehen. Wir testen heute zum ersten Mal was. Ich habe den Monitor an. Die Lautstärke. Ich hoffe, dass es sich nicht irgendwie eine Hülle anhört. Mach vielleicht noch einmal leiser. Ich könnte noch mal ein bisschen leiser machen. Ist wieder ein bisschen laut jetzt. Ja, mal schauen. Ich drehe jetzt mal ein, zwei Lautstärken vielleicht noch runter. Aber wir wollen halt auch ein bisschen was mitkriegen, wie das hier so läuft. Und die Mikrofone sind eigentlich ein bisschen weiter weg vom Monitor als sonst. Und jetzt mit den zwei Mikrofonen. Ich hoffe, dass es alles lübt. Wird schon passen. Ja. Wird schon passen. Boah, guck mal. Der Dämon kommt. Let's go, Leute. Gottes, den nehme ich. Den nimmst du. Ja, ich müsste den vielleicht aus. Schlägst mich, danke dafür. So, ich hab den Sound runtergestellt. Jetzt geht's los, Leute. Oh. Ich geh einfach auf dich, Mann. Ja, und ich hatte auch noch dich angewählt. Ich hab gerade den Sound runtergestellt und war gar nicht bei der Sache. Wahrscheinlich fliege ich jetzt raus, oder? Bam, Junge. Und jetzt, bam. Oh. Ey, Mann. Ey, so können wir gerne weitermachen. Dann bin ich nämlich gleich draußen. Ich hab Goldust ausgewählt. Du warst da nur auf einmal im Feld. Digga, was ist da los? Xavier Naidoo ist da. Den nehme ich jetzt. Xavier Naidoo. Den nehme ich jetzt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen absprechen. Die Folge wird wahrscheinlich durchs Royal Rumble eh lange. Also müssen wir hier ein bisschen gut spielen und die rausböllern wie die Könige. Im Rausböllern bin ich eigentlich übelst schlecht. Wie mache ich das nochmal am besten? Ich brauch dir ja noch Tipps. Ja, am besten machst du es, indem du ihn über die Seile hebst und dann nur einfach draufschlägst. Wie hebe ich ihn über die Seile? Ja, mit Kreis einfach ein bisschen so ans Seil ziehen. Okay, mal gucken. Und wenn nicht, dann musst du einfach mit X oder sowas machen oder mit Finisher halt, aber Finisher hat man ja nicht immer. Mit X und dann die Tasten drücken, aber das ist ein bisschen komplizierter.
Also checkt man auch, aber es ist halt schwerer, ihn erstens rauszuhauen. Da ist dem sein Kumpel übrigens. Der hat nämlich die gleiche... Ich hab ihn ja, raus. Ja, genau so. Genau so. Übers Seil und einfach dann draufhauen. Jetzt musst du... Nee, Big E musst du. Genau. The Big E. Kann ich den mal bitte raushauen? Genau so. Und dann richtig reintreten. Richtig auf die Fresse, Alter. Boah, oh, Junge, wie gut wir sind. Sag ich, also übers Netz. Oh. Ey, du dummes Stück Scheiße. Ja, das war aber jetzt. Jetzt sind wir quitt. Nimmst du den Elias mit seiner Gitarre? Elias im Bade. Alter, hör doch auf, Mann. Ja, moin, wer ist denn das, Alter? Ja, mit seiner Gitarre. Das ist ein Metalhead. Hast du meine Karriere nicht gesehen, wo er Gitarre gespielt hat? Ich weiß nicht, ob die Folge schon draußen ist, aber ihr habt ja auf jeden Fall aufgenommen. Hast du jetzt gespoilert? Na, weiß ich nicht. Also jetzt gibt's Krieg hier zwischen uns. Du hast mich schon voll... Du hast mich eigentlich... Nur du hast mich geschlagen. Das ist gar nicht geil. Das ist gar nicht geil. Das habe ich Finisher. Cool. Nee, Signature. Ja. Signature. Aber wenn du den machst, dann hast du einen Finisher. Noamdar. Wer ist das denn, Alter? Ich kenne mich voll aus. Also ich kenne mich ja tatsächlich ein bisschen aus, aber den kenne ich nicht. Gommer, keine Ahnung, ob der neu ist oder nicht. Mann, steh auf! Na komm. Hier kannst du die übrigens mit Kreis aufheben, weil du ja nicht pinnen kannst. Ja. Also wenn du einmal Kreis drückst, dann hebst du ihn komplett auf. Hey, der geht einfach instant ja, rein, weil er, juckt ihn nicht. Du, der hat gar keine Ausdauer verloren und du hast ihn noch nicht oft genug getroffen. Ja, AJ Style habe ich auch sofort rausgeschmissen. Du bist AJ Style. Dem anderen Typen. Ja, dann ist er halt nicht so gut und hat noch Ausdauer gehabt oder so. Pennywise kommt. Oh nein, und ich... Der erste 100er, Leute, von denen, die wir der uns geht runtergeladen jetzt aber nicht auf mich, haben. Oder? Oh, der geht natürlich auf mich. Wer ihn kennt, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist aber nicht der Schöne. Es gibt noch einen cooleren, den wir uns gedownloadet haben. Aber wir wollten beide Pennywise spielen an dem Abend, wo wir uns die runtergeladen haben. Und deswegen haben wir auch diesen nicht so krass aussehenden runtergeladen. Ich find's gut, dass der auf dich fixiert ist. Ja, finde ich auch aber richtig gut. Und du, er haut mir in die Fresse. Du hast ihn rausgehauen. Das ist schon mal sehr gut, den einen. Nein, das ist nicht gut, weil jetzt geht er auf mich. Komm, komm, komm. Das könnte klappen. Nee, klappt glaube ich nicht. Nee, da kannst du knicken. Ich sehe gar nichts mehr. Nee, das kannst du knicken. Patrick Star kommt. Ja, sehr gut. Der nächste 100er, der gehört an dir. Nee, weil der Pennywise gerade auf mich geht und ich den anderen noch nicht rausschmeißen kann. Die gehen gerade alle auf mich, weil du am Boden liegst. Warum kann... Ah. Ja, wir lassen die Hunderte einfach den schlagen. Oh Gott. Nee, musst du nicht machen. Du kannst doch da liegen bleiben. Du sollst jetzt am besten eh nichts machen. Komm, komm, komm. Finn Balor bist du, ne? Ja, ja, Finn Balor bin ich. Jawohl, Pennywise ist raus. Lass die einfach. Du musst die sich prügeln lassen. Das ist immer eine gute Taktik. Ja, ich habe gerade so auch gemerkt. Jetzt ja, ich du dachte, einen nehmen und ich einen. Dachte, der haut den jetzt raus. Nimmst du den? Dann nehme ich den anderen. Was ist denn mit dir los? Ach ja, das ist auch noch eine gute Taktik. Die kann ich gleich mal ausprobieren. Oh, lol. Nein, Patrick. Nicht. Der ist einfach gerade gekommen. Hilf mir. Nein. Ah, komm her. Nein. Ich habe den ausgewählt. Aber hallo. Ich bin auf Patrick! Ja, ich entkomme. Alles gut. Ich übernehme ihn wieder. Wen? Patrick? Ich habe ihn einfach gemacht. Ich hatte ja den anderen und Patrick hat mich einfach von hinten geschlagen. Ja, Patrick das war ist ein richtiger Assi, Mann. Der weiß ja nicht, Scheiße. Wie das funktioniert. Ich finde es halt so lustig, wie der Typ ausschaut, Mann. Ja, ja, das ist ja auch geil. Oh, Trucker Knight kommt. Auch nicht schlecht, aber er ist nicht so gut. LOL. Ja, oh, wow. Mein Signature hat ich habe ordentlich geklappt. Verschissen. Nee, nee, ich hau beide um. Das kriegst du. Wenn du rausfliegst, immer dann denken, direkt X drücken, ohne auch irgendwie einen hinteren Platz anzuwählen. Ich habe einen Finisher für Notfälle. Finisher bitte aufbewahren. Dass oh wir... nein, oh nein. Jo, du musst richtig aufpassen jetzt. Oh nein. Ich kann nicht kommen. Nein, ich bin weg. Na, echt jetzt? Ach, ich kam zu spät, ich konnte nicht früher. Und ich bin Chuck Norris. Ja, lol. Oder bin ich jetzt? Oh Gott. Ja, genau, Patrick hilft mit, ich bin raus. Sehr gut, bist du der? Bin ich der? Ja, bist du, glaube ich. Ja, ich bin Chuck Norris. Okay, ja, dann kämpfst du jetzt mit Chuck Norris. Chuck Norris ist cool. Es ist echt, nein, es ich ist bin zu da nicht. Viel. Doch? Hä, Leute, warum konnte ich gerade nicht? Es ist echt zu krass. Also, ohne Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, aber es ist echt krass. Also, ich würde echt niemals mehr mit, dass der noch nicht draußen ist, dieser Aff. Endlich. Oh nein, Tyler Breeze. Du hast auch so einen guten wie ich, ne?
Nein, das ist der Pinke mit seinem... Ich weiß. Selfie-Stick, Alter. Der hat immer so einen Selfie-Stick. Bin ich? Ja, ich verstehe es auch noch nicht wirklich. Ich mache eigentlich gar nichts. Hey, wie sind das gar nicht? Hast du gerade einfach gespielt? Ohne, dass du es bist? Ja, wie viel war das? Doch, wir müssen das sein. Ich kann irgendwas machen. Du bist Tyler Breeze. Du warst nur nicht Chuck Norris. Du bist so dumm. Ja, nein, das bin ich nicht. Doch. Doch. Du bist Tyler Breeze mit dem Selfie-Stick und nicht Chuck Norris. Ich bin Gentleman Jack Gallagher, Alter, den kennt keine Sau. Ach du Scheiße! Was ist denn das für ein Typ? Hä, ist das nicht Aiden English? Hat er sich umbenannt? Kannst du mich bitte rausschmeißen? Nee, ich erhole mich jetzt erstmal. Hau bitte Chuck Norris raus. Ja, und dann hau ich dich raus und dann kommst du neu rein und haust mich raus. Nein! Ich will einen anderen, guck dir den an, was ist das für einer? Ja, hau mich. Ja, genau! Oh Gott, jetzt das lass geht mal ja die Männer geht kämpfen. Geht wieder schief. Jo, ich hab dich gerade die Männer kämpfen, ich bin raus. Ah, gar Bobby Fish, der ist aber gar nicht so schlecht. Alter. Der ist gar nicht so schlecht. Das ist mein Kumpel von der Karriere. So ein Alter, halber. Jetzt geh doch mal weg. Ich bin ja Bobby Fisch. Komm, lass mal raushauen. Nein! Jawohl! Hallo, die kuschelt. Sieht das dumm aus, hab ich auch noch nie gesehen, einfach. Ja, guten Morgen. Ey, Junge, jetzt lass doch das mal. Nein, ich wollte, dass die dich. Nein, jetzt reicht's mir. Ja, hau mich raus, hätte ich echt nichts dagegen. Komm, ich mach nichts mehr, hau mich raus. Der andere tritt auch noch mal rein. Ich gehe freiwillig. Nein. Schau, dann wärst du jetzt der gewesen. Ja, ich gehe jetzt. Nein, lass mich doch nicht rausschmeißen. Kein Bock okay, mehr. Der übernimmt. Enttäuschung. Oh, Chuck Norris fliegt vielleicht. 17. will ich werden, ja klar. Oh, Bobby. Bobby Fish war gar nicht mein Freund, merke ich gerade. Der hieß anders. Aber ich habe die Karriere lang nicht mehr gespielt. Wie hieß der denn nochmal? Bray, what? Hieß der Bobby Fish? Nee. What? The Glorious Man, das ist nicht Bobby Fish. Ja, du bist jetzt immer der größte Kasten. Ich bin kein Kasten. Bray Wyatt ist nicht so krass, aber er ist nicht schlecht im Vergleich zu meinem Typen vorher. Ja, Chuck Norris übernimmt einfach wieder. Nein. Das klappt, jawohl, genauso. Chuck Norris, vielleicht Hilfe. Au! Ja, ich hab ihn gekillt, hab ich ihn. Bleib weg, ich mach ihn. Nein. Nimm den nächsten, der kommt gleich nächsten rein. Ey, du bist so ein Arsch. Ja, tschüss. Das hätten wir dann auch geklärt. Alter. Du hast. Ey, apropos Team, ne? Gar kein Bock mehr, guck Alter. Guck dir diesen langhaarigen an. Der Gable, Alter. Chad Gable, Mann. Nix kann er, der Flo. Was macht meiner, Alter? Another one. Da kommt noch einer. Ja, ich den gönn ich mir dann. Hör auf, Alter. Ja, den gönnst du dir, ne? Genau. Ja, du bekommst den neuen. Ich nehm den schwachen. Ja, ich hab schon ewig keine mehr rausgehauen. Dann mach mal. Meiner ist raus. Gar kein Problem für mich. Er kam einfach rein, ich habe ihn genommen und. Alter. Warum? Ne, jetzt gibt's Krieg. Nein, hör auf. Guck mal, meiner stirbt einfach. Ja, genau. LOL! Du bist gerade im Boden gepackt. Das macht mich gerade fertig. Shawn Michaels. Oh nein, den darfst du haben, Alter. Bitteschön, den will ich nicht. Nee, ich schick dich zu ihm. Hier, geh. Nein. Junge, hör auf. Hör auf. Ja! Nein, nein. Nein! Ja, ja, geh auf ihn. Oh nein. Ja. Aua! Ich hatte ihn sogar angewählt gehabt. Er ist aber trotzdem daneben. Du bist so richtig... Aber so vorbeigeslidet, Alter. So richtig weggespielt. Hilfe! Mann, helft mir doch mal!
Was ist das für ein Team, Alter? Es schlägt mich die ganze Zeit. Viel Spaß. Er schlägt mich die ganze Zeit und dann, wenn ich schlagen will, hilft er mir nicht mal. Du darfst Kane haben, du darfst Kane haben. Ich lieg ja nur am Boden. Ich kann gar du darfst Kane haben. Wenn er mich jetzt nimmt. Was ein Profi. Ich liebe dieses Spiel. Jawohl, Kane. Komm, gleichzeitig raus, okay? Mach mal. Ja. Okay, er hat mich. Er hat mich. Instant. Alter, Mann. Meiner fällt was einfach rückwärts der? Um. Was macht meiner der Typ? Meiner fällt einfach rückwärts um, Alter. Ohne Spaß, mit wem spiele ich hier? Und gleichzeitig raushauen? Ja. Was macht der andere Typ? Der legt sich einfach ins Eck. Er kommt rein, ja, erstmal entspannt. Also ich hau ihn raus. Weg. Oh nein, ich hab ihn in die Ecke gehauen, aus Versehen. Ja, dann musst du ihn hochheben. Ja, gut. Ja, okay. Hör doch auf. Nein. Ja, wer hat denn angefangen? Ich? Ja, also. Ins Eck mit dir. Da, wo du hingehörst. Den helfe ich jetzt. Und er lässt mich einfach. Was ist denn mit dem Spiel gerade los? Oh nein! Nicht auf mich! Mach ich auch nicht. Samoa Joe. Oh Junge. Nein, was hab ich denn? Dein das Knie auch wehgetan, als du in den Reihen gehauen hast. Nein, da hat mich da. Kreis. Nein! Oh nein, das, oh, das tut weh! Das tut weh! Ich lieg am Boden. Helf mir! Ich kann. Helf mir! Er ist gerade eine scheiße Situation. Du entkommst doch locker, guck mal. Junge, was passiert mit dem Spiel gerade? Alter, ich will Shawn Michaels helfen. Was macht er? Geht weg, der andere haut mir in die Fresse. Hä, hey, Shawn Michaels ist übelst der Spast. Ja, ich merk was schon. Was macht denn der? Kann sein, dass die ich. Die gehen beide auf mich, die Wichser. Oh, ja, wir Team nie. Wollen wir es vorhanden? Nein, nicht schon wieder. Jetzt kommt Chris Jericho. Du. Motherfucker, Mensch. Der andere legt sich wieder in die Ecke. Er hat richtig viel Spaß. Ich hau Shawn Michaels mit meinem Finisher raus. Jetzt gar keinen Bock mehr. Ich verkack die ganze Zeit mein Guck mal, ich helf dir. Dankeschön. Ich bin cool. Und weißt du, wie man das macht mit so einem fetten? Guck. Oh. Aua. Du musst den hochheben und dann mit Anlauf runterkicken. Das klappt. Junge, der ist übelst der King. Ist grad The Rock, ja, The Rock ist auch noch hier. Guten Morgen. Wie kann ich den denn hochheben? Mit dem rechten Stick so nach Richtung Ecke drücken. Den Stick. Wenn er in der Ecke liegt. Ah, halt. Ich zieh den einfach raus, das geht schon. Diggi. Alter, ich kann nichts. Komm, mehr weg machen, mit dir! Ich bin so ein Opfer gerade. Fick dich, Chris. Und der Rock Jericho hilft ihm. So ein Abfall, Mann. Fick dich, Chris Jericho. Genauso, guck jetzt, was ich mach. Bevor ich dir helf, kill ich den. Ah, ich hab verkackt, ich bin raus. Bam. Ich bin raus. Ja, kommst du direkt wieder? Ja, genau, glaub ich. Meiner springt. Alter, nee. Oh, Rey Mysterio! Als ob du der bist. Aber es ist nicht der echte. Ich weiß. Leute, wenn ihr Geld für mich da habt, erste Link Videobeschreibung, könnt ihr spenden! The Rock! und dann kann ich mir das DLC kaufen. Es gibt ja ein DLC, wo Rey Mysterio drin ist. Kannst du mir vielleicht helfen? Alter, du bist so ein Ass. Hey. Ich werd von The Rock gekillt. Komm. Oh, das ist knapp, Alter. Und jetzt hab ich The Rock, oder? Da gibt's dann den echten Rey Mysterio von den Entwicklern. Ja, der Rey Mysterio ist doch super. Jetzt hab ich wieder R2 verkackt. Ah, ne, er hebt ihn diesmal nicht hoch. Oh, Kalisto ist auch nicht schlecht. Warum kommt er zu mir, Alter? Geh mir auf den Sack. Jetzt hast du mich angewählt. Nein, oh, dein Freund kommt. Kalisto. Was ein Bob. Alter, er wollte mich rauskicken, hat richtig Anlauf genommen. Meiner hat sich geduckt und dann ist er rausgeflogen. Ist ja geil. Komm raus mit dir, raus. Wir müssen The Rock jetzt irgendwie vielleicht auch killen. Nein, jetzt geht er erstmal raus. Mach jetzt erstmal ein Signature, dann kann ich ihn gut raushauen. Jeff Hardy, oh, der ist gut. Oh nein, nicht Jeff Hardy. Jeff Hardy ist gut. Oh nein. Ja, das kriegst du hin. Du bist noch frisch. Ich bin auch. Frisches Fleisch als dann noch dran. Jeff Hardy, verpiss dich. Verpiss dich von mir. Er zeigt mir schon den Mittelfinger, das finde ich gut. Nein, The Rock. Ich ergreife erstmal nach ihm, ich habe mich übel verklickt. Alter, jetzt gehen wieder alle auf mich. Nee. Jeff Hardy geht auch auf mich. Ja, The Rock, lass mich in Ruhe bitte. Nein, hör auf, du.
Ich will The Rock eigentlich rauskicken jetzt langsam mal, so eine Idee. Ich springe aber wieder über die Hand. Und der kontert. Und Jeff Hardy, kannst du dich bitte mal um Jeff Hardy kümmern? Der geht mir so auf den Senkel, Alter. Der ist nur bei mir und obwohl ich gegen den... Jetzt geht er zu dir. Was ist das für ein Affengesicht? Und wer ist dieser Lars, Alter? Jetzt hab ich den Spaß bei mir. Nein, er haut mich raus. Ey, hat er nicht. Ich dachte, er kickt mich jetzt raus. Nein, ich dachte, Alter, ich bin so tot, ne? Und jetzt, ich muss jetzt überleben. Jetzt kommt der letzte. Ich verkacke immer meinen Konter. Jetzt habe ich ihn. Der letzte einmal. Oder der vorletzte, weiß ich nicht. Ja, aber keine Ahnung. Ja, der weiß letzte. Ich. Der letzte. Cole Quinn, ja, das ist mein bester Kumpel von der Karriere. Der ist richtig cool, aber er ist richtig schlecht auch. So schaut er auch aus. Aber ich bin so tot, mein Balken ist so gering, ey, das ist unglaublich. Ah, der Ring ist auch voll, ne? Ja, es sind jetzt ja die letzten Leute. Voll. Ja, ich hab keinen mehr rausgehauen. Ja, mach doch jetzt mal den Jeff Hardy oder so. Hau drauf, ja genau, hau drauf. Oh. Oh, Junge, der kontert einfach instant. Ja, wenn mich aus dem Blatt. Nee, ich wollte nicht. Aber wir müssen teamen. Oh wow, jetzt kuschel ich mit dem. Arsch an Schwanz, Alter. Ja, guck das mal an. Ich komme hier nicht mehr raus. Außer ich hau The Rock. Ja, mach. Er kontert mich instant. Was bist du? Und er nimmt mich. Ne? Ja, immerhin. Warte, wenn ich jetzt raus bin, bin ich doch raus, oder? Ja, genau. Du musst aufpassen. Ich kann gerade nicht. Ja, das ist blöd, ne? Ja, sehr gut. Meiner hängt immer noch im Seil. Junge, er kontert. Er hat mich einfach nur geschubst. Ich lieg seit ungefähr 5 Minuten im Seil. Du hast einen Finisher, du könntest The Rock direkt raushauen. Und Cole Quinn. Ich will dich eigentlich nicht raushauen, weil du mein Kumpel bist. Zumindest bei der anderen Karriere. Oh, der hat noch einen rausgehauen, der andere Typ. Aber ich muss mich jetzt mal um dich kümmern. Junge, lass mich bitte in Ruhe. Ja, Cole Quinn ist raus. Und jetzt Lars. Nicht in die Ecke, raus. Finisher, drück Kreis. Dreieck, meine ich. Du hast gar keinen Finisher mehr. Ich habe ihn schon gemacht. Ja, aber nicht, wenn er in der Ecke ist. Oh. Den musst du in der Ecke machen. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Ja. Da habe ich jetzt verkackt, ne? Weil jetzt haut er mich raus wahrscheinlich. Der bin ich gerade voll aua. Bestimmt nicht. Jetzt kommt er zu mir. Ich glaube, die mögen uns nicht. Ja. Ich habe ein Problem. Ich habe ein größeres. Nein, glaube ich nicht. Ich liege nämlich immer noch hier und er steht einfach vor mir und guckt mich an. Mann, ey! Geh doch weg! Junge. Ich glaube, der ist ein bisschen verbuggt oder so. Ich habe The Rock. Dann mache ich jetzt noch den, ne? Oh! Oh! Lars! Der hat noch. Ey, guck mal, was für ein Balken der noch hat. Was ist denn da los? Viel Spaß. Guck mal, was ich für einen Balken hab. Und du auch. Ja, ich hab meinen schon seit ungefähr 8 Runden. Ich bin ja noch ein bisschen länger drin. Oh, diese scheiß Cutscene. Jetzt geht der safe, geht auf mich. Oh nee. Nicht gut. Ja, Mann. Warte. Ja. Du hast meinen Move abgebrochen, er hat keinen Schaden bekommen wahrscheinlich. Scheiße. Warum schlägst du auch immer noch mit drauf ein? Ich hab verkackt, ich hab mich verdrückt. Mann, der Flo ist crazy. Jetzt in die Ecke und Finisher. Du hast erstmal in die Ecke musst du ihn hauen und dann Finisher. Weil du einen hast. Oder du bewahrst ihn dir auf für mich gleich. Nein, wir wollen ja mit fernen Mitteln spielen. Ich hab auch einen. Ja, ist egal, den setzt du aber nicht ein. Das würde ich nicht behaupten. Dreieck. Genau. Wir haben es geschafft. Wir sind bis zum Schluss geblieben. Du zweimal rausgeflogen, ich einmal. Ja, jetzt geht's in den Showdown. Das wird krass. Bam. War nicht bereit. Ja, nee, warum denn? Bam. Junge, meine macht diesen krassen Move immer. Und jetzt. Ole! Ole, ole, ole! Komm, ich heb dich auf.
Ole, ole, ole. Na komm, jetzt sind wir in der Mitte. Komm, Showdown. Gib Yumi. Was mache ich denn? Ich drück eine Scheiße. Ich drück immer den Scheiße. Gleichen Move macht er. Hast du gerade Finisher? Mhm. Du hast meinen Finisher gekontert. Du, Alter, nee. Jetzt hast du gleich auch einen. Gott, aua! Ich blute. Besser ist es no. Für dich. Yeah. Du konterst mich. Ich konter dich auch. Nein, doch nicht. Hä? Ich hab doch gedrückt. Das war doch perfekt. Nein, Mann. Jetzt wer zuerst in der Ecke ist, ne? Nein! Ich glaube, ich schneller hin als du. Oh Gott, nee, ja! Das doch nicht. Aber nein, nein, nein! Ich kann Karate! Nein! Komm in die Scheißecke, du Fettsack. Warum kontert man da nicht? Nein. Nein! Ach du Wichser! Nein! Nein! Du kannst nur noch den Finisher kontern. Nein! Hast es verkackt? Ja! Scheiße, Mann. Jetzt, yes, Leute, das ist der Sieg und das war's für die Folge. Haut rein, lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin und ciao, ciao. Tschüss.